Es macht Spaß, auf die Jagd zu gehen, wenn mit den Seelen fallen würde. Oh, was ist jetzt hier? Epischer. Ich weiß nicht, kann man das eigentlich irgendwo sehen, wie stark die... Nee, schade, kann man nicht sehen. Ich wüsste ja mal, wie stark die beschworenen Pfeile sind in... Ja, mal wieder im Morrowind hat man die Gegenstände nämlich noch ins Inventar gelegt bekommen, die Beschworenen. Da konnte man sich da angucken, was die für Werte haben. Meistens hatten die noch irgendwie Stangenwaffen verbessert. Oh nein, eine Falle. Sterbt. Oh, Zwergensphäre. Wie kann denn eine Zwergensphäre ein Meister sein, Alter? Oh, die Feuerlagen sind das noch aktuell, die da drauf sind. Da fällt mir gerade ein, ich wollte doch bei der Gelegenheit mal einen Schrei ausprobieren, und zwar hier elementare Reiserei. Ja, ich will die Seele benutzen. Ich habe zum Glück überhaupt nicht viel davon. Haha, daneben. Oh, Quatsch, ich wollte Y drücken. Was, deine aktuelle Waffe ist bereits verzaubert? Boah, das ist nicht euer Ernst. Ich brauche dafür eine unverzauberte Waffe? Was haben wir da? Nicht viel muss ich sagen. So, jetzt aber. Nimm dies und das und jenes und dies und das und jenes und das und das und das und das. Na. Ich muss mal ehrlich sagen, plus 10 Elementare rein, na super. Die kann man ablegen und sich dann Dinger herbeischieben. Ne, im Moment kommt man die dietrischen Waffen nicht ablegen, was ging das nicht gut? Beschwörung stark, Beschwörung stark. Ich lese, wenn das einmal geschrieben wird. Ich gucke bloß nicht immer nach rechts. Ach, verdammt, einen großen Seelenstein hätte ich mitnehmen sollen. Zack. Und wieder ein Quicksave. Also ich bleibe jetzt aber trotzdem beim realwältigen Bogen. Ich habe ja... Was, warum habe ich denn jetzt Eisenpfeile ausgerüstet? Ich habe doch diese super geilen dederischen Pfeile. Das steht nicht da unten da, was ich für Pfeile habe. Aber das sieht sehr aus wie dederische Pfeile. Das habe ich jetzt schon wieder. Aha. Ich sollte aufhören, endlich irgendwelche Hebel zu ziehen, wenn ich keine Tür sehe. Das endet meistens damit, dass ich irgendwelche Fallen auslöse, die mich dann eventuell umbringen würden, wenn ich noch Level 1 wäre. Oh. Haha! Treffer! Haha! Wieder geschossen. Verdammt, ich wollte mich gerade freuen, dass die in die falsche Richtung laufen, aber dem war leider nicht so. Ich sehe nichts. Wobei mir gerade einfällt, meine Waffe ist schon wieder ganz schön runter von der Verzauberung. Da könnte man ja mal wieder mit dem schwarzen Stern auftanken. Schatz, warum? Ich hätte die Seele gebraucht. Toll. Kannst du übertreiben mit den Liebesbeweisen, ganz ehrlich. Jetzt muss ich auf den nächsten Menschen warten. Ich sollte mich nicht so schnell drehen, das ist doch nicht gut. Aua, den kann ich keine Seele entreißen. Was ich mir hier sowieso gerade frage, bleibt jetzt der Dolch? Nee, der Dolch bleibt nicht verzaubert. Ich dachte, der hat jetzt für immer Inventarraserei drauf. Oh, wer nervt mich denn hier noch? So, Studienzimmer. Es geht doch voran. Zack, zack, zack. Alles ruhig hier. Außer die Framerate, die beruhigt sich nicht. Na. Die ist sehr unentspannt, muss man sagen. Die mit ihrem komischen Grünzeug. Bitten. Ich stelle mir es gerade echt ziemlich lollig vor, Birn. Mit einem Dungeon guckst du sie an. Warum, Schatz? Ich wollte die Seele! Ja, wollte ich wirklich. Ich brauche die für meine Waffe. Wo soll ich denn jetzt die Seele herkriegen? Also, naja, ich weiß schon, wo ich die Seele herkriege. Beim nächstbesten Opfer, aber wahrscheinlich sogar von Ontara. Ach, egal, keine Ahnung, wie das Opfer heißt, was ich gleich töten werde. Den Elfen halt. Man muss aufstehen, wenn man...
So, ich wette, Aida hat das gleiche Talent wie Lydia, hier auf die Platten raufzutreten und dann die Falle zu aktivieren, die sich hier gleich ausklappen wird. Nein, sie schleicht dran vorbei mit mir, das ist ja schön. Super. Warum habe ich eigentlich gerade nicht getroffen? Ich meine, die stand direkt davor. Es war kaum möglich, nicht zu treffen. Ist er gerade ausgewichen? Dann will man sich einmal kratzen und nimmt man eine Hand weg von der Tastatur. Wo ist jetzt eigentlich mein Pfeil hin? Ist der irgendwo hinten an der Wand? Pfeil? Schade. Und noch eine Tür. Mir tun langsam die Ohren weh. Geht immer höher. Ob es dafür Designrichtlinien gab, wie man so eine Höhle hier zu bauen hat? Also so ein Wärmer-Dungeon? Ich meine, es gibt ja Erbauungsliteratur darüber, wie so eine Dwärmerruine aussieht. Jetzt bin ich wieder im Untergeschoss. Gott, ist das verwirrend. Irgendwie ist das hier verdammt groß alles. Ich stimme mit auf. Also richtig groß. Ich kann mich auch nicht des Eindrucks... Fuck, nicht aufgepasst. Ich kann mich auch nicht des Eindrucks erwägen, dass ich hier im Kreis laufe. TCL? Nee, TCL so. Hui! Gerade rüber geguckt und was geschrieben wurde. Wurde übrigens nicht. Achso, ich habe nur ein bisschen Blut verpasst. Achso. Verdammt. Na gut, dann entschuldige ich mich gerade in aller Form, dass ich gecheatet habe, weil ich wollte eigentlich nicht wieder nochmal rumrennen, weil ich glaube, das ist da unten, wo ich vorhin schon mal war. Ich weiß nicht, wie schnell ich da nochmal hochgekommen wäre. Ich glaube nämlich gar nicht so schnell, wenn ich einmal unten bin. Huah, verdammt. Ich wette, Aida verrät mich wieder. Nein, sie verrät mich nicht, aber... Ey, ihr Penner, erst macht ihr die ganze Zeit hier Fernkampf und jetzt wollt ihr aber immer in den Nahkampf gehen. Hör, nein. Oh, was ist das denn für ein Fall? Ein Stahlfall. So, komme ich da jetzt irgendwie wieder hoch von hier unten? Oder hätte ich jetzt, muss ich jetzt echt nochmal komplett rumrennen? Wenn ja, schieße ich mich jetzt hoch. Nein, nicht wirklich. Ach komm, ich schiebe mich jetzt da hoch, bevor ich jetzt hier... Ach man... TCL. Also das mit dem Runterfallen und Hochrennen ist ja nicht so meins. So, was haben wir jetzt hier? So. TCL. So. Jetzt die richtige Waffe raussuchen. Haha, Block. Ekelhaft! Den ihr Brechhusten hier. Auch weiß ich nicht, wozu die alle gut ist. Vielleicht um dich schneller zu töten? Ich fällt mir gerade ein, ich wollte da noch was machen. Mann, lass mich in Ruhe, hässlicher Magier. Ach komm hier, jetzt könnte ich aber eigentlich mal der ewigen Heilung hier einschlucken. Hä? Nee, dein Ende ist nah. Nimm dies. Zack, Kopf ab. So, da habe ich auch endlich meine Seele, so ich verzichte jetzt auf die Freunde hier zu looten. Langsam reicht. Ach! Aida steht hier rum und eidelt, oder was? Mein ja. Gott. Nee, es hat jemand erschossen. Beschwör da mal einen Drachen rein, das geht nicht. Und das geht, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass das so ein Indoor-Zauber ist. Drachen beschwören. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nee, ist es auch nicht. Ich könnte maximal mal so einen Ruf der Tapferkeit nochmal machen. Verdammt, verklickt. Krombacher Pilz, oh Mann. Hat schon da auch Schwierigkeiten bei der Namensfindung? Und du? Ich meine, schön, dass es hier so aussieht, wie es aussieht. Im Stream sieht es wahrscheinlich grausam aus, aber bei mir geht es so halb. Beschwören Arcanix, betreten. Mein Gott.
Was los? Ich bin schon da. Nein, warum? Ich finde doch keine Zeit, sich hier so ein kleines Erfrischungsgetränk reinzudrücken. Alter, was ist denn hier los? Ist hier eine Kartoffel auf die Uhr? Ich sehe es kommen. Gleich stürmt Aela los und mit wieder Cookies! Stürmt sie wieder in die Schlacht und verrät alles. Kann ich eigentlich so einen Zwergendinger kritisch treffen? Oh, ich hasse dich, Aela! Oh. Ey, sie sieht, dass ich da langschleiche. Was macht sie? Oh, ich stürme mal nach vorne, schieb meinen Ehemann noch nach, so dass der Bot die sehen kann. Ja, genau, das ist jetzt die Idee, das machen wir mal eben. Das wird ihm sicherlich ihr total helfen. Ihr Frau eigentlich, ne? Ich spiele einen weiblichen Char. Habe ich gerade schon wieder vergessen. Ey! Selten habe ich einen Begleiter so aufgeregt wie Aela gerade. Vulkanausfall. Was ist das denn hier? Ach, das sind die Pfeile von den Dingern. Krombacher Pilz schreibt im Chat, ich bin die Perle der Natur. Oh Mann. Zugegebenermaßen, der war witzig. Wie toll ist die Zwergenspinne? Oh, ich bin so schlecht. Was ich mich auch frage, ob wenn ich Schleichen um 200 hätte oder so, also 100, ob ich dann nicht, selbst dann nicht im Deck bin, ob ich direkt vom Gegner stehe. Ja. Stirb einfach, du dummer Zwergenwächter. Ach, schwache Gegner sind einfach nur lästig. Also Gegner, die ich nicht one-hitten kann, sollten entweder total stark sein, so dass ich auch ein bisschen Mühe an die Freunden habe, oder? Gibt es hier unten noch irgendwas? Was ist das denn hier? Oh ne, ich ertrinke doch wieder, dass ich komme. Hallo, ich würde gerne rumtrinken. Gibt es hier unten Tiefen? Ich kann immer noch nichts beschwören, weil dieses Drachendingensbums 3 Minuten Abklingzeit hat. Ne, das ist der falsche Feuerball. Den wollen wir haben. Ich will endlich Zerstörung Level 100 haben, damit ich die Meisterzauber lernen kann. Von ich persönlich noch nie was gehört habe, die mir aber andauernd im Chat vollmundig angepriesen werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber erst muss ich hier... Kann das Bogen? Ist der gut? Was habe ich denn hier für einen? Der Vulkanlastbogen ist nur 2 Schaden schlechter? Warte, ich muss doch mal kurz was testen, ob man mit dem Ding schneller schießen kann. Weil das habe ich mir auch mal sagen lassen, dass ein schlechter Bogen unter Umständen besser sein kann, weil man mit dem schneller schießen kann, als ein guter. Also als ein starker Bogen. Obwohl ich ehrlich gesagt noch nie einen Unterschied in der Schussgeschwindigkeit feststellen konnte. So, und jetzt mal den... nicht die EMS-Pfeile, die Stahlpfeile bitte. Wie ist es nicht schade. Ich sehe da jetzt keinen Geschwindigkeitsunterschied beim Schießen. Im Ernstfall. Oh, ich kann die sogar alle noch einsammeln. Na. Sind ja nicht weit gekommen, die Falle. Naja. Boah, gut. Die Meisterzauber der einzelnen Schule sind immer mit einer Quest verbunden. Ah, alles klar. Meisterzauber verletzen auch Aela. Eine Stunde warten, alles wieder da. Okay. Ach so meinst du das mit einer Stunde warten? Ja, natürlich. Der hat mich doch noch nicht gesehen, oder? Haha, ich habe doppelten Schaden gegen den Zwergen-Sentugu angerichtet. Und leider nicht nochmal. Oh, jetzt kommt er mit seiner Dampfwaffe hier um die Ecke. Aela, du... Boah, ey. Diese Doofheit. Ach, das ist ja nur der normale...